So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und ignoriert mal Pupsi, die im Hintergrund im Bad ist und singt mit Musik und allem drum und dran. Die ist nämlich gerade duschen. Bruder, voll die intime Folge heute. Wir waren mal wieder unterwegs, wir wollen mal wieder was testen. Wieder mal Getränke aus der Dose, das machen wir ja gerne. Am Ende gibt es natürlich auch wieder das gute 5-0er Dosenbier, weil wir immer noch so viel übrig haben vom Videodreh mit dem Iswo. Aber was haben wir heute vorbereitet? Heute gibt es die Limonade Edition. Heißt es eigentlich Lemonade, Limonade, wie sagt ihr dazu? Einfach Limo, fertig, zack. Da war ich nämlich im Rewe und welche habe ich denn? Genau, habe hier von Rewe beste Wahl die Limonata Zitrone gefunden. Will ich mal schauen, ob das wie Sprite schmeckt oder ob das eine ganz andere Note hat. Auf jeden Fall aus Italien. Erfrischende Limonade mit Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat aus Italien. Mindestens halber bis hier Dosenboden. Hier steht aber Hückelhofen, ne? Wer kennt nicht Hückelhofen in Italien? Das Datum guckt man uns. Bruder, ist das schon abgelaufen? Was ist da denn los? 26.11.2019? Das kann ja nicht sein, oder? Was haben wir denn jetzt? Ist das schon. Wir müssen mal kurz auf die andere gucken. Nö, das sieht besser aus. 13.07.2020. Okay, abgelaufene Limonata aus dem Rewe. Ich glaube, die wird nicht so oft gekauft. Das sehe ich jetzt erst. Die habe ich letztens erst gekauft. Ist schon abgelaufen. Das muss aber nichts heißen. Und neben der Zitrone habe ich entdeckt, hier war noch eine Paloma Lemonade Mexican Style Mango Limonade. Und als ich letztens wieder im Rewe war, war nämlich neben der Zitrone ein leeres Fach und das war mittlerweile aufgefüllt, auch mit Rewe beste Wahl, Aranciata, nämlich Orange, auch aus Italien, erfrischende Limonade mit Orangensaft, aus Orangensaft, Konzentrat aus Italien, die kommt auf jeden Fall aus Hügelhofen und das kommt aus Burgbrohl. Die zwei bekanntesten Städte in Italien, wer kennt's nicht. Und weil ich jetzt also nur drei Dosen habe, habe ich mir direkt daneben noch eine Afri-Cola mitgenommen. Weil da steht ja auch Limonade, koffeinhaltig, passt also auch zur Limonaden-Edition. Afri-Cola kennt ihr natürlich auch sehr beliebt bei vielen Leuten. Hier seht ihr das nochmal, Afri-Cola in der Dose. Es gibt so viele spezielle Cola-Hersteller, Afri-Cola, Club-Cola, Fritz-Cola, Fita-Cola, Coca-Cola, Pepsi, Schwipp-Schwapp, Cola, Bruder. Hier Mexican-Style, Paloma, Lemonade, Mango und dann hier die abgelaufene Zitrone. Wahrscheinlich ist Zitrone halt nicht so beliebt. Limonata und hier die Orange, die ganze Zeit ausverkauft war, jetzt wieder aufgefüllt wurde. Dafür noch haltbar und 5-0, Bruder. Dürfen wir nicht vergessen. Wir machen jetzt alles mal auf, testen mal alles. Wir fangen mal mit der abgelaufenen Zitrone an. Die habe ich nämlich als allererstes entdeckt. Auch schön, dass hier oben dieser Wipfel sehr schön zitronig gelb gehalten ist. Bin ich mal gespannt. Habt ihr schon mal abgelaufene Limonade getrunken? Dürfte ja eigentlich nichts schlecht werden. Sauer macht lustig, würde man das sagen. Schmeckt auf jeden Fall nicht wie Sprite. Da schmeckt ihr wirklich richtig frisches Zitronensaft, also abgelaufenes frisches Zitronensaftkonzentrat aus Italien. Da zieht es euch alles zusammen. Mein lieber Scholli, Zitrone richtig genial, die eisgekühlt, jetzt leider nicht, die stand die ganze Zeit irgendwo in der Ecke rum, abgelaufen in der Ecke bei 100 Grad, die schmeckt aber auf jeden Fall richtig gut, wer eine schöne selbstgemachte, gepresste, handgepresste Zitronenlimonade möchte, wie sie sie in den USA immer an der Straße verkaufen, wo sie wirklich frisch ist und nicht abgelaufen. Wir testen jetzt aber die Orange, den Bruder von der Zitrone mit einem Orangen. Bipfel, da bin ich mal gespannt, ob die Orange eher süßlich ist oder eine saure Orange. Okay. Also ich verstehe nicht, wieso die gekauft wird und die Zitrone nicht.
Ich finde, die Zitronenlimonade schmeckt viel mehr nach Zitrone, als dass die Orange nach Orange schmeckt. Das schmeckt einfach nur ein bisschen muffig im Abgang. Da ist jede Fanta, die ihr haben könnt, jede Billig-Orangenlimo, die ihr haben könnt, irgendwie fruchtiger, leckerer, süßer, geschmackvoller. Fruchtgehalt 18%. Kann ich nicht verstehen, wieso die Orange immer ausverkauft ist und immer zu wieder neu befüllt werden muss. Kauft euch also lieber die abgelaufene Zitronenlimonade. Die hat auf jeden Fall einen richtig besonderen Geschmack, der auffällig ist. Aber dafür sitzen wir hier, dafür testen wir das Ganze ja. Dann haben wir als nächstes die Paloma Limonade im Mexican Style. Sind da Bohnen drin oder was? Mit mexikanischem Agavensirup, Limette und einer Prise Meersalz. Fruchtgehalt 12,2%. Das probieren wir jetzt auch. Mango-Limonade. Und alles spritzt wieder auf den Arm. Das riecht auf jeden Fall richtig mangohaltig, wie Saft eigentlich, so richtig stark konzentriert. Also Geruch 1A, sowas könnt ihr, glaube ich, auch beim Schiedermann eures Vertrauens kaufen. Da gibt es ja auch manchmal so Mangosäfte in Dosen oder andere Sachen, aber das ist ja Mango-Limonade. Herrlich. Mango-Limonade 1A. Also wem die Zitrone zu sauer ist, der gönnt sich von Paloma die Mango-Limonade. Die könnt ihr eigentlich mit einer Fanta vergleichen. Wenn ihr so eine Fanta Mango habt, die sind auch gut, die schmecken auch sehr Mango-mäßig. Die aus der Dose, ich liebe Dosengetränke, geht mal weg mit euren Flaschen, Dosen an die Macht und mit einer Prise Meersalz und mit Mexiko-Note, also Paloma Mango-Limonade, kann ich empfehlen. Würde ich sogar auf Platz 1 sehen gerade, dann die Zitrone und dann die Orange am Schluss, die müssen wir auch nicht nochmal in die Kamera halten. Jetzt zum Abschluss noch die Afri-Cola. Um zu gucken, ob die was kann. Cola ist ja allgemein sowieso ungesund, sollte man eher gar nicht trinken. Wir machen es aber trotzdem. So. Dann natürlich ganz spezifisch hier ein schwarzer Nippel. Damit ihr auch wisst, dass das Cola ist. Und bei Cola, manche schmecken gut, manche nicht. Wir sind mal gespannt, was die Afri-Cola jetzt kann. Habe ich auch noch nicht so oft getrunken. Ja, wie ich schon dachte, nur Schaum in der Fresse. Kaum Geschmack, also die muss wirklich eisgekühlt sein, sonst habt ihr da wirklich nur Schaum, nur Kohlensäure. Das ist bei den Limonaden nicht so stark, aber bei Cola eigentlich jedes Mal, egal welche Cola ihr trinkt. Ihr könnt eigentlich nur die Mc's Cola trinken, die komplett 90% mit Wasser verdünnt ist und Eiswürfel reingeklatscht, damit das nicht schäumt. Geschmacklich finde ich es jetzt nicht so krass, weiß ich nicht, wieso Afri so gehypt ist. Da finde ich auch die Dr. Pepper Cola auf jeden Fall interessanter. Oder eine Fritz Cola. Ja, die klettert über die Heizung aufs Fensterbrett. Okay, gleich reißt er mir bestimmt den Rollladen runter. Also für eine Cola fehlt mir da irgendwo was an Geschmack. Keine Ahnung. Aber ihr kennt ja den Abschluss. Zum Abschied gibt es natürlich immer eine Dose 5-0er Dosenbier. Und ich muss mir jetzt schon Gedanken machen, was passiert, wenn die dann mal leer sind. Dann muss ich ja los und muss mir neue holen. Bruder, mein Budget. Da muss der ISMO wiederkommen, da drehen wir das 1000 Dosen Pool Special. Dann habe ich auf jeden Fall wieder einen Vorrat. Das ist doch eine gute Idee. Diesmal dann mit einer anderen Sorte, weil 5-0 hat mich immer noch nicht gesponsert. Ich glaube, ich habe auch nichts dafür getan. Außer halt 5-0er Dosenbier zu trinken. Das nächste Mal nehmen wir ein Bier eurer Wahl. Dann gibt es hier Oettinger Dosenbier auf jeden Fall vermehrt. Das wäre doch lustig. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite. Schreibt immer rein, was wäre euer Liebling oder was könnte man mal testen. Habt ihr die auch schon mal probiert hier? Diese Limonata und diese Aranciata, diese Paloma, die Afri-Cola. Ich denke mal, die Afri-Cola wird am verbreitetsten sein von den vier Sachen, dass das bei euch schon mal angekommen ist. Das war es aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin wieder. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und jetzt noch Prost.
Ja, bin fertig. Kannst kommen.